Es war kurz, dafür aber heftig. Ein Unwetter hat am späten Sonntagabend die Hansestadt und den Landkreis Rostock heimgesucht. Gegen 21.30 Uhr gingen Starkregenschauer gemischt mit Hagel, dazu starker Wind über Rostock einher. Die Folge: Bäume wurden entwurzelt wie an der Tessiner Straße. Ein junger Autofahrer hatte großes Glück, als er von der Tessiner Straße nach Kassebohm abbiegen wollte. Ein großer Baum krachte auf seinen Kleinwagen. Er selbst konnte sich unverletzt retten und die Feuerwehr alarmieren. Also es war wirklich sehr, sehr starker Regen, wirklich sehr, sehr starker Wind. Also mein Auto hat sich auch wirklich sehr doll bewegt. Ich dachte, ich fahre jetzt einfach durch und dann kamen die Bäume auch schon direkt runter. Die Beamten der Berufsfeuerwehr zersägten die Baumstämme und bereinigten die Fahrbahn. Am Auto entstand Sachschaden. In Kritzmoor im Landkreis Rostock wurden Dachteile an einem Mehrfamilienhaus aufgrund des starken Sturms gelöst. Die Feuerwehr musste über eine Drehleiter die losen Teile sichern. In der Rostocker Südstadt wurde sogar ein Großteil eines Daches abgedeckt und stürzte zu Boden. Verletzt wurde niemand. Auch hier musste die Berufsfeuerwehr eingreifen. Wir lagen schon im Bett heute Abend und wir hörten draußen, also es gab ein Gewitter, ein ziemlich starkes Gewitter, und von der Ferne haben wir schon den Wind aufbrausen gehört und auf einmal wackelte das ganze Haus und wir haben uns recht erschrocken, ziemlich doll erschrocken, und ja, guckten raus und haben aber weiter nichts gesehen. 5 Minuten später klingelte unsere Nachbarin bei uns und sie sagte, dass halt das halbe Dach weggeflogen wäre. Unwetterbedingte Einsätze gab es im gesamten Rostocker Stadtgebiet zu verzeichnen. Auch im Landkreis wurden Bäume entwurzelt und blockierten Straßen. Der vom Sturm angerichtete Schaden ist noch nicht bezifferbar.